eigentlich sind da irgendwelche Sachen, die ich eigentlich zumachen muss. Gibt es da irgendwelche Portale, die geschlossen werden müssen? Ich eigentlich auch XP für die? Oder kommen die unendlich hier? What the fuck hier? Hä, schau mal, das hört gar nicht mehr auf hier. Hä? Lol. Aber ich kriege auch kein XP für die. Also glaube ich, ist es irgendwie... Kurz, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Okay, ist immer das Gleiche irgendwie. Ist immer das Gleiche. Destroy. Ich muss irgendwelche Gefangenen zerstören. Ich habe nie sowas erlebt, dass es unendlich kommt. Ganz bisschen XP kriege ich. Ich gehe mal weiter. Irgendwie ist hier nichts zu holen. Aber es ist der einzige Weg, ne? Habe ich jetzt die Quest gemacht? Ja, ich habe die Quest gemacht. Stimmt. Ich bin hier bei der ersten Quest. Ich bin ja nicht bei dem Ding. Aber es geht hier nicht weiter. Das ist die einzige Möglichkeit dahin. Hier oben irgendein Blödsinn, glaube ich. Aber das... Hier steht, ich muss Julia's Prison zerstören. Aber das ist der straight, der Weg hier. Es geht ja keinen anderen Weg. Das war irgendwie so ein... Das war irgendwie so ein Event. Muss mal schauen, ob hier... Aber normalerweise blinkt doch immer irgendwas. Hier, guck mal. Hier, da. Spawnen wir bei dem oder was? Jupp. Kann ich hier irgendwas zerstören? Wenn ich hier drunter bin, zeigt es mir nur das an. Mal schauen, ob ich irgendwas zerstören kann hier. Ich hab's doch schon durchsucht. Hier ist nichts zu zerstören. Hier. Hier, guck mal. Easy. Lol. Es hat doch kein Ding gehabt, wenn man ganz nah rangeht. Wie klein. Wie klein das war. Tschüss, reicht wieder hier. Okay, stimmt, bei den Quests kriegt man ja nichts. Yes. Yes. Take care. Buch, 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 Buch. Papa, okay. So, next one.
Die Human. Joa, können wir machen. Jetzt gehe ich mal straight, denn das mache ich so selten. Aber hey, wenn das schon so angezeigt wird, direkt hier, komm. Geh mal dahin. Da, wieder so. Ach, so einer. Jetzt nicht Gestalt weg, ich habe sie eben erst gewonnen. So, dann haben wir den. Okay. Oh, da ist irgendwas mit dem Ochsen. Ochsen. Ochsen, Moment. So, kurz umgesetzt. Ich vergesse, dass ich. Also, ich bin schon so oft gestorben. Weil ich nicht Pause gemacht habe, einfach. Das W auch nicht funktioniert hat, war jetzt schon gefährlich. Aber ich schaue ihm unten in die Leiste. Ich suche das Q-Level. Jo, das war gefährlich. Oh, der ist hart. Und ich meine, wenn ich das noch aushalte bis zur Gestalt, dann können wir ihn legen. Der ist auch so krass. Komm, die Motherflower. Ach, das war der Endfutz. Hä, der ist immer noch da. Ich dachte, ich habe ihn töten müssen, damit das Portal zu Ende ist, aber es war anscheinend nicht genau, er war ein anderer. Und tschüss. War nett. War nett. Nichts für mich? Schade, das Schwert. Darkwing Splat of Venom. Vitalität? Nein. 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 Gibt es nicht. Gibt es nicht. Die verkaufen alles und fertig. Yes? Yes. Put my feedback on the ground. Yep. Oh, don't make me happy. Ist das Arena? Okay, was haben wir hier? Irgendwas schlägen müssen wir wieder. Ausnahmsweise müssen wir schlägen. Oh. Diese Engel wieder. Was ist das hier alles? Jo, raus da, raus da, raus da. Viel zu viele wilde Fähigkeiten hier. Kisten. Wop. Wop. Ach, ist das wieder so ein Scheiß hier? Ne, Hunter Alpha muss ich machen. Den muss ich gar nicht machen. Aber der ist trotzdem nicht ohne, der mit seiner Panzerung. Halte ich das aus? Ja, habe ich ausgehalten. Krass, krass, krass. Ich muss echt mit den Heiltränken so spielen, so wie ich es am Anfang gemacht habe. Jetzt mache ich es halt, weil ich, wenn ich Heiltrank benutze, weniger Schaden kriege. Aber der Nachteil ist, ich habe auch mehr Life Drain. Wow.
Ich verliere auch mehr Leben. Dann nutzen sich zumindest die Heiltränke, also dann lohnt sich zumindest. Lohnt es sich zumindest, die Heiltränke zu nehmen. Oh. Da kann man ja gar nicht hin. Wir müssen hier lang, okay. Oh, Leben ist halt ziemlich low, aber ich könnte meine Fähigkeit nutzen hier. So. Oh, wow. Gerade in der Void Zone hier. Hallo, nimm doch diesen scheiß Gürtel. Nimm doch diesen scheiß Gürtel. Hier links? Kann ich da lang oder was? Das ist ein Alpha sogar, den ich nicht töten muss. Okay, das ist der Boss hier von dem, dann ist vorbei, oder? Ja. Geil, nice. 5 Potions, 32 Forging, 80 Potion, Health Converter. Increase Fire Damage, Increase Resistance. Physical. Gut, 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 gut. Schöne Sache. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob diesmal welche dabei sind. Ob diesmal welche dabei sind, die wir brauchen. Armor Increase Con. Nein, nein. Das gehört ein Rogue. Nein. 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 Health and Kill. Nee, nee. Es gibt die nicht. Es gibt die einfach nicht. Schade, ich suche immer noch das, was ich brauche. Ich glaube, eins habe ich, oder? Ja, genau, eins habe ich. Es ist ein Stout Idol. Eins habe ich. Armor Cold Resistance, dann. Meins hat alles mehr. Weiß ja auch aufgewertet. Ich suche ein Item, was höher ist, non-aufgewertet, als meins aufgewertet ist. Tab is full. Ah, Tab is full. Ja, mein neues auf. Gut, kann ich den Rest verkaufen? Yes. Yes. Oh, warte, dieser Gürtel, der hier. So, habe ich schon gesehen. Nee, reicht nicht. Was habe ich denn überhaupt hier? What gain push? Increase physical damage, increased health and physical resistance. Ja, genau. Das ist auch das, was ich brauche hier. Das passt auch. Nichts für mich. Schade, schade, schade. Yes. Yes. Okay, weiter geht's. Schild. Ah, hier wieder Idols. B ging wieder nicht, ey. Also was heute jetzt ist mit diesem Delay? Achso, sind wieder Wellen. Okay, wusste ich nicht. Dann ist alles gut. Sie müssen doch nur schnell zu mir kommen, damit ich die Gestalt nicht verliere. So Bogenschützen sind halt nie so geil.
Die stehen irgendwo in der Rampa Pampa und schießen auf mich. Meinst du nicht? Ich denke schon. Oh, die Gestalt ver... Not after drauf, not after drauf, dass die Gestalt weg ist. Ich muss dann kiten oder irgendwas oder anders spielen. Not drauf geachtet, man. Fuck me, oder? Das ist nicht so schlimm. And again and again and again. Hallo. Not drauf geachtet hier. Ja, irgendwie schon, aber halt, ich habe sie dann so schnell verloren. Ich habe sogar versucht, mit dem Trank so Management zu machen, dass immer, wenn ich aus diesem AOE raus bin, dass ich kurz einen Trank nehme, was die oben ist, dass sie nicht so schnell runtergeht. So wie jetzt müsste sie eigentlich dann hochgehen. So macht sie auch von alleine. Und dann, wenn ich mal nehme und dann der Trank ist, gehe ich ihr runter. Aber ich kriege ein Schild zumindest. So ein bisschen die Spielweise anpassen hier. Jetzt müsste sie wieder hochgehen. Genau. Bevor ich das Ding nutze, kann ich einen Trank nehmen und dann habe ich ein Schild, aber ne, bin trotzdem in der Gestalt. Habe ich mir gerade so überlegt, dass es vielleicht so besser ist generell. Falls es mit den Heilträngen sich ausgeht, halt, falls ich genug habe, kann ich es immer machen, damit ich halt dann ein Schild habe. Jetzt zum Beispiel wäre ich fast rausgekommen. Habe es zum Glück geschafft, noch zu nutzen. Aber die Waves sind schon schwerer als die anderen. Merkt man schon. Also die hitten harder, die Gegner. Und dieses Ding hält ja die Gesundheit unten. Aber wenn ich dann ein Schild kriege, ist es schon cool irgendwie. Habe ich wieder vergessen. Jetzt habe ich es noch mal kurz gerettet. Aber habe das AOE halt nicht dadurch, aber ist nicht schlimm. Jetzt hat wieder AOE, aber dafür ist das Schild ja da. Jetzt aus der Gestalt raus. Das geht nicht mehr gereicht vom Timing her. Muss ich kurz versuchen, so zu überleben. Ich verliere halt konstant HP die ganze Zeit. Aber das sind so Spucker, ne? Schau mal. Das sind so scheiß Spucker von der Range. Das ist schwierig gegen die. Gegen die ist nicht einfach. Aber hab's. Hab's das zweite Mal. Ja, ich hätte es auch das erste Mal geschafft, aber musste ich schon gut managen, das Teil diesmal. Das Einzige, was gut für mich wäre, Level 58 Müll da. Das ist ja ein Schmarrn. Yes. So, jetzt ist halt wichtig, wieder die Idols hier. Enemy Self 30% Endurance, 12% Increased Item Rarity, Increased Experience Gained, Idols, Timeline, okay. Das ist egal in der Timeline hier. Oh, nochmal Waves. Okay, das wäre dann interessant. Das wäre interessant jetzt dann. Also, ich finde diese Sachen von den Idols sind immer besonders hart. Um die zu farmen. Weiß ich nicht, aber ist irgendwie immer besonders hart, finde ich. Sie sind vom Schwierigkeitsgrad irgendwie nochmal aufgepeppter. Ja, das sind wieder irgendwelche, schon mal, das sind ja irgendwelche, die da irgendwo stehen und mich hauen. Guck mal,
Die sind auf diesem scheiß Pony hier. Die auf diesem Pony hier sind da drauf. Und werfen ihre komischen aus der Gestalt raus. Oh mein Gott, wie soll ich dir denn kommen, ey? Lol. Schon wieder auf einen drauf schauen, guck mal an. Ich hab nur noch einen Heiltrank. Ich hab doch weh, oh, ich bin aus der Gestalt raus, oder was? Ja, das schaffe ich nicht, das ist zu schwer. Also, glaube ich nicht, dass ich schaffe. Ich komme sofort aus der Gestalt raus, wenn... Na... Oh, ich konnte nicht blinzeln. Schade. Diese Idles-Dinger sind immer sehr schwer. Aber wir werden es nochmal probieren. Scheißegal, was bringt oder nicht. Schade. Ich meine, ich habe schon über 100 von denen. Ich habe nicht das, was ich brauche. Yo, die sind so Giftdinger hier. Kann auch sein, wenn es um nichts geht, dass es irgendwie leichter ist oder so. Kein Plan. Würde ich jetzt nicht sagen können, sind diese Spinner aus der Gestalt wieder raus. Das sind diese scheiß Viecher da, diese Blumen hier. Also wenn welche nicht in der Range stehen und mich halt hauen, ist das schon angenehmer. Da stürmt Marina auf mich zu hier, der Sack. Ja, so geschafft. So geschafft. Irgendwas bekommen, was toll ist? Nee, oder? Aber ich kann jetzt raus hier. Okay, geschafft, aber bringt mir nicht so viel. Ich krieg diesen Loot nicht mehr. Ich krieg leider diesen Loot nicht mehr. Nur einen für Schurken, was ich nicht brauche hier. Yes. Take care. Okay, dann gehen wir mal zu den Büchern. Wir werden dann haben wir's, oder? Ah, denke ich auch hier.
Yo, ich komm nicht hier weg! Wahnsinn, oder? Tut er mich da einsperren? Das Stigma kann halt nicht durch sie durch. Sperrt er mich da beim Felsen ein und ich kann nicht blinken, gar nichts. Keine Fähigkeit gehabt. Gott. Hammer. Krass. Transcend Rest, Unique Boots, Gormana gain the sword when physical resistance poison. This is necrotic with increased movement speed. Jo, halt alles Resistance hier irgendwie. So. Yes. Yes. Take care. Oh. Erfahrung ist okay. Na gut, dann schauen wir mal, was hier ist. Arena. So kann ich noch gar nicht. Das ist gut, da kann... Ne, ich will eigentlich hier auch hin zum Helm. Zum Hell, was? Ey, war immer so ein Ding. Was ist das? Oh, Gold. Speed wäre auch geil. Lass mich halt noch schneller die HP verlieren. Das ist schon wild. Ich glaube, langsam brauche ich wieder halt Gear. Ich habe das Gear nicht mehr geändert. Weil es mich schon sehr, sehr weit gebracht hat. Ey, mit dem habe ich den beschissensten Boss geschafft oder den zweitbeschissensten. Der Vogel war noch schlimmer. Safe kommt der nochmal. Die lassen mich nicht nochmal unter den Vogel da, ne? Irgendwie weiterkommen. Haben wir hier Enemy Slain, okay. Jo, einfach nichts mehr sehen, hat einfach hier Blendgranate geworfen, jeder Typ. Was hier? Ach, ist das der Endtyp oder was? Achso, ich habe keinen Mana-Trank mehr. Scheiße. Hier auch nicht, dann kann ich hier nur ein bisschen looten. Wo ist er jetzt hin? Hab's. Was meinst du? So. Was habe ich denn hier bekommen? Ein Relikt. Ist doch kein Relikt, oder? Doch. Was hat denn das? Minion Damage, Intelligence, Cold Resistant, set chance to replenish one potion when done. Golem hits an enemy. Irgendwas mit dem Golem Schmolem. Chris Manarek. Ich brauche mal langsam wieder was viel Stärkeres. Viel Stärkeres. Okay, gerade ein Video gesehen, was dieses legendäre Potenzial-Dings hat. Oder wie das geht. Du musst es in einer Inni, wo du den Endboss geschafft hast,
muss das Merch und einem anderen Item. Du verschmelzt die beiden anscheinend und dann wird das zum legendären Item und nimmt random die anderen Affixe an. Das muss ein Item sein, was vier Dinge hat hier. Zwei Prefix und zwei Suffixe. Krass. Krass. Also bräuchte ich ein, also Handschuhe, die gute Stats haben. Und dann muss ich die mergen. Das ist genau das, was ich heute gesehen habe bei irgendeinem Video, welches ich noch nicht gehabt habe, dieses Item. Oder dieses Fenster. Sagen wir mal Fenster. Hier zum Beispiel könnte ich die Handschuhe mergen. Also müsste ich halt, es hat nur drei, ich müsste nur einen vierten drauf machen. Das wäre dann Increase Media Attack Speed, Freeze Rate, Multiplayer. Okay, das ist vielleicht nicht gerade das beste Item. So, wieso habe ich ein Item drin, was ich nie nutzen kann? Das muss ich jetzt direkt sofort rausnehmen. Das ist ja doof, sowas. So, dann tun wir das weg. Ich glaube, wir haben nichts Gescheites hier. Diesen Gürtel wollte ich mir behalten, vielleicht für irgendwann. Muss ich wirklich gescheite Handschuhe suchen, dann kann ich die mergen. Ich habe das mit Tornado Vision Wild, Increased Fire Damage, Fire Resistance, Increased Armor. Ich muss da dann schauen, dass ich vielleicht was finde. Armor ist okay, irgendwas mit Increased Melee Attack Speed. Wäre schon mal geil, wenn es das bekommen würde. Melee Attack Speed. Also muss ich jetzt Handschuhe schauen, welche man bekommt. Und dann vielleicht dann tauschen. Also mergen die beiden. Okay. Dann werde ich das verkaufen. Soll ich jetzt Handschuhe extra behalten, um zu sehen wegen den Stats? Könnte ich ja machen hier. 3000. Könnte ich hier machen. Handschuhe. Handschuhe. So. So. Behalte ich mal. Und schauen wir, was wir mit der Zeit bekommen. Und dann können wir vielleicht schauen, welches das Beste zum Mergen wäre. Primalist. Okay. Yes. Yes. Gut, schauen wir mal hier. Ach, es liegt ja noch am Boden Sachen, die ich verkaufen muss. Habe ich gar nicht gesehen. So. Yes. Oh, was ist denn das alles? Minion Damage, Healing Effective, Void Resistance, Physical, Fire Dings. Was hat meins eigentlich? Reduced Melee Attack, Speed. Ist das? Hat denn meins Melee Attack? Verstehe ich nicht. Wo hat's denn das? Und bei was? Was war die Kette noch mal? Omni Momni oder was war das? Omni Momni Zomni? Wie hieß das? Omnis. Omnis, Omnis, Omnis. Okay. So, Critical Chance Fire Resistant. Das hat sehr, sehr viele Werte irgendwie. Increase Critical Strike, Elemental Assist. Wir müssen mal schauen hier. So, lass mal auf 10 mal gucken. Ich verliere Melee Attack Speed wirklich. Throwing brauche ich nicht, aber ich habe hier halt dann. Oh, mit dem habe ich alles. Mit dem habe ich alles und sogar zu viel teilweise. Dem habe ich alles Resistance. Boah, muss ich nehmen. Muss ich nehmen hier. Melee Attack Speed. Scheiße, ich schlag immer langsamer zu, Alter. Aber ich habe alle Resistance mit dem, die ich brauche. Take care. Void ist anscheinend nicht so wichtig, ich habe alle Resistance hier. Sogar too much. Schauen wir mal, können wir hier Attack Speed oder sowas drauf tun? Nee, oder Minion Damage, Increased Healing ging's da. Sind halt die anderen Stats, die krasse, ne? Okay, Void Resistance. Wir können es ja trotzdem versuchen zu pushen. Minion Damage, Void Resistance und Physical Resistance. Aber wo ist denn... Ich verstehe nicht. Was ich nicht verstehe... Fire und Lightning.
Wenn ich das Ding anlege, warum habe ich Fire und Lightning? Ach doch, hier, ja, die ersten zwei Stats sind das, okay. Okay. Physical Resistance brauche ich gar nicht mehr, gell? Nee. Median Damage will ich ja tauschen wollen, aber das ist ja kacke. Void habe ich. Nee, Void könnte ich halt erhöhen, einfach so als Spaß. Machen wir mal. Okay, Minion Damage increased. Das kann man mitnehmen. Fertig, reicht doch. Okay, dann haben wir jetzt alle Dinger hier. So. Okay, dann habe ich das ja jetzt anscheinend verbessert. Den Schaden noch ein bisschen wegen den Resistance. Zwar ein bisschen viel, aber man kommt nicht genau. Aber echt krass jetzt. Das ist echt krass jetzt hier. Guck dir das mal an, wie heftig. Von allem Main. Oh, ich habe gesehen, ich muss leveln. Krass, ich kann wieder mehr skillen. Super. Mal schauen. Auf das sollte ich hier, glaube ich, hier Lich, auf das gehen, damit ich noch weniger Schaden kriege, wenn ich einen Heiltrank nehme. Toll. Okay. Schön. Ja, dann ist mein Char jetzt gegen alles gut gewappnet, aber der Attack Speed fehlt. Ich sollte 130 haben. Ich habe nur 10%. Das ist ja doof. So, dann gehen wir mal weiter und schauen, was jetzt kommt. Ach, wir wollten zu dieser Kopfrüstung eigentlich hin. Da haben wir sogar noch eins, habe ich gesehen. Let's go. Oh, Welle wieder. Scheiße, Mann. Hey, immer wenn es wichtig ist, kommen Wellen. Was für eine Kacke. Oh, ich hab die Haltung schon verlassen. Yo. Okay, schon vorbei fast. Ich habe keine Heiltränke, weil ich beim letzten keine Heiltränke bekommen habe. Also ich habe alle verbraucht. Lol. Komm, jetzt. Alter, wer hat mich denn so krass rausgeholt gerade aus der Haltung? Was war denn das für ein Damage von denen auf einmal? Okay, wieder Haltung verloren. Boah, jetzt habe ich zumindest ein paar Heiltränke. Der Bär, der ist viel schneller als ich. Hilfe! Der Bär, die Drecksau. Bitte lass hier Speed drin sein. Oh, ich brauche nochmal Speed, aber ich krieg's halt nicht. Boah, die machen so viel Schaden auf einmal. Es sind auch so Hardhitter, ne? Versuch hinter die zu gehen, aber schau, was da alles reinkommt. Das sind so scheiß Hardhitter. Schau mal, die Bären sind Hardhitter. Anders will was. Und dann sind es irgendwelche verfickten Range-Fuzzis. Mach halt R. Die halt nicht kommen. Hier, schau mal. Dann stehen die in der Range und hau mich irgendwie weg, die Säcke. Hier, schau mal, die kommen nicht. Und dann ist das halt wild. Yo. Versuche mal nicht vor dem zu sein, vor dem Typen da, aber man sieht nicht immer so viel. Dieser Delay ist sehr, sehr strange, Mann. Weg. So, ich bin aus der Gestalt raus. Ich kann das gar nicht mehr machen. Oha, fertig. Boah, okay. Okay, hat geklappt. Hat geklappt. Geil. Aber Psychose. Movement Speed 15%, Duration of Stunts. Okay.
Physical Spell Damage. Okay, müssen wir mal kurz schauen. Ich glaube, man ist besser, ne? Ich habe hier einfach mehr Leben. Ich habe mit dem einfach mehr Leben, mehr Int, alles. Freeze Ray mit dem Mana Vision, increase physical spell damage if you have. Brauche ich gar nicht. If you have directly cast to cold spell, to gain haste when you kill enemy. Das ist geil. 6 Haste, okay, das ist geil, wenn ich enemy kill. Das ist natürlich krass. Immer wenn ich ein enemy kill, 6 Haste bekomme. Ich habe eh kein Haste. Also das Ding ist eigentlich besser, aber ich kann es jetzt mir nicht leisten mit 10% Haste. Ich brauche 130% Haste. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, also spare ich mir die auf und werde sie eh nie nutzen. Sowieso nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Hier, auf die Ox. Acolytes, Renovant, Mask of the Ox. Zu wenig Physical Damage. Wenn ich das hier tue, geht's besser, gell? Ja, genau. Mehr Spell Damage, okay. Geht nicht, weil ich zu wenig Physical Damage dann habe. Okay. Okay, gut, dann kann ich die ja auch nehmen. Increase Area for Area Skills. Okay. War is Nomad Belt of the Ox. Warriors Nomad Belt of the Ox 5 Potions, increase physical damage, increased health. Auch wieder Crit dann zu wenig. Bescheuert. Aber ist nicht schlecht, das Ding. Aber weniger physical damage, gell? Ja, ja, weniger. Gut, was haben wir hier? Okay, dann verkaufen wir den Rest und weiter geht's. Haben wir geschafft. Wegen was haben sie es eigentlich gemacht? Wegen Helm, oder? Unique Item. Ja, das müssen wir erstmal schaffen hier. Ah, wieder Wellen. Oh ja, na klar. Sicher, sicher, sicher. Und wieder diese Hardhitter. Boah. Ah, das ist mit der Mitte. Ja gut, ich will halt auch nicht dahin gehen. Aber wenn welche da stehen und dann casten, ist halt auch nicht so geil. Also der Casten ist in jedem Spiel schon immer so ein Debuff gewesen, sage ich dir. Boah, die haben Range sogar aus dem Bild raus. Wisst ihr, die haben die Range sogar aus dem Bild raus. Das ist halt fies. Das ist halt fies für Miele hier. Ihr stirbt, stirbt. Ihr Caster-Wichser. Und der andere bleibt sogar auch stehen mit seiner scheiß Welle da. Oh, zwei von denen. Oh mein Gott, das ist ja elendig. Wow, aus der Gestalt. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich wollte gerade woanders hin. Schau mal, wo überall welche sind. Wo hier überall welche sind. Weg! Ist krass, wo überall welche sind, ey. Ah, die geh doch da nicht in die Mitte rein, wenn das scheiß Feuer da kommt. Ich kann sich doch auch mal ein Schritt zu mir bewegen, wichtig. Aber wenn mich halt alles trifft, ist auch kacke von der ganzen Welle hier. Schau mal, wie schnell die schießen auch hier. Ich muss aber nur einmal kurz hingehen, dann sind sie halt weg.
Geschafft. Oh Mann, die Wellen sind wild. Haben wir irgendwas Schönes bekommen? Nee, oder? Für den Stress hier. Für den Stress hier. Handschuhe. Increase Melee Attack Speed. Wäre geil. Melee Damage schließt Necrotic Resistance. Nee, ich wollte halt Speed. Ich sammle halt Handschuhe. Handschuhe, dass ich hier die hier forgen kann. Also zusammentun kann. Amulett! Oh, okay, das ist das Amulett. Was haben wir denn? Was ist denn für ein Debuff gleich mal? 7% more damage to boss and rare enemies. Boah! Vitalität. Health per Vitality. 39% of current health and want lost when you directly cast a spell. Was? Health Leech is disabled for 4 seconds when you directly cast a spell. Wow. Ja, das ist aber schon Arschloch wieder. Ich habe jetzt diese Ding hier bekommen. Habe ich wieder Lightning nicht hier. Was ist denn jetzt hier gut hier? Vitalität, Helfer, Vitalität. Wie habe ich denn? Ja, schon ein bisschen mehr. Aber dafür wieder Fire und Lightning nicht? Warte, ich muss mal hier hin tun. Was ist hier noch? Nur die Resistance. Aber. Health is the save of seconds when you directly cast a spell. Das ist also diese Debuffs auf diesen beschissenen seltenen Items. Das ist halt nicht geil. Das ist nicht geil. Sag ich. Das ist nicht geil hier. Dein Leech ist für 4 Sekunden, yes. Wenn ich ein Spell direkt benutze, aber wann mache ich denn das? Mach mich fertig, der Leech hier. Und ich verliere direkt Leben, wenn ich was mache? 35% für current life, health and ward loss, when you directly cast spell. Wieso verliere ich denn das Leben auf einmal so? Was ist denn nicht wichtig? Schlüssel. Arena. Ah, wieder Wellen, ja, okay. Schauen wir mal. Und aus der Gestalt raus. Wieso? Yo! Yo, gar keine Chance. Alter. Wieso komme ich aus der Gestalt raus? Wegen dem Leech, oder? Ich glaube, wegen der Kette, ne? 4 Sekunden same? Nee. Das ist Katastrophe. Das, also. Ich muss das ja haben. Deswegen komme ich aus der Haltung raus. Ich schlag zu. What the fuck? Diese negativen. Ich deaktiviere für 4 Sekunden, dass ich mich heile. Und ich muss mich dagegen heilen. Geht ja nicht anders.
Hier, es geht ja, aber Wahnsinn. Ich meine, ich hab's ja gelesen. Wenn ich ein Spell caste für vier Sekunden heile ich mich da nicht mehr. Also, wenn ich drauf haue, kriege ich pro Schlag ja Heilung. Und das ist da einfach da nicht mehr. Und dann war ich instant aus der Haltung raus. Weil mein Char lebt davon. Der Bild ist darauf aufgebaut. Okay. Ja, es war nicht die richtige Halskette, aber trotzdem, ne? Ich hatte ja schon mal sowas angelegt. Und ich hab's. Weil ich habe auf einmal ein Set-Teil bekommen. Dann war der 2er-Set-Bonus auch sowas, dass irgendwas passiert hier. Ja gut, ja gut, ja gut. Wer weiß, wozu das gut ist? Du vielleicht nicht von Life Leech lebst. Hey, die hier machen mir das Leben so schwer. Die hier. Stirb doch endlich. Schau mal, die Caster hier. Die stehen da, gehen auch wieder weg und schießen auf mich und die machen so viel Schaden. Das ist aus der Haltung raus. Hallo. Hey, ihr macht mir das Leben so schwer. Ihr verfickten Caster hier. Ihr steht einfach da und haut drauf. Und ich kann nichts machen von der Range. Das sind solche Wichser. Halt, ey, komm doch jetzt mal hoch mit dem Ding. Was ist denn jetzt? Und die noch nur diese Crossbow-Viecher, die Armbrust-Dinger. Die da. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Geil. Yes. Okay, dann haben wir das ja geschafft, aber nicht geschafft. Wie auch immer. Geschafft, aber nicht geschafft. Krank. Oh, das ist schön. Schönes Eisgebiet. Muss halt immer so gehen, ne? egal wie hoch die Mobs sind, ich muss halt immer versuchen, sie so schnell zu töten. Wenn ich länger brauche, bin ich halt dann dran. Ist halt wichtig. Ist halt wichtig. Egal wie stark die sind. Oh, da ist so ein Champion. Nenne ich ihn jetzt zumindest so, keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Das schon raus? Ja, der hat sich wieder irgendwo hingeportet. Solange der nicht so ein Ding macht, was im Kreis. Ja, genau. Solange er nicht das macht, überlebe ich, weil das ist halt. Das ist halt One-Hit. Ich bin aus der Gestalt raus übrigens. Weil ich ihn in der Zeit nicht hitten konnte. Ja, wenn er mir nachläuft, läuft er mir nach. Weil wenn ich nicht, dann Pech. Drecksache. Boah, der hat so schön aus der Gestalt raus. Ich muss schon wieder weg. Jeder Hit von denen ist tödlich fast.
seit wann gibt's so viele Ranges jetzt hier? Alles nur noch Ranges. Der kommt eh nach, oder? Ja, der kommt nach. Ja, ja, der kommt nach. Muss dir nur einmal die Gestalt raus, schon wieder. Krass, Mann.